Der Regenschirm gehörte am Sonntagmorgen schon dazu. Zumindest für die Zuschauer beim Wasserlauf im Montabaurer Ortsteil Ettersdorf. Der Wasserlauf ist seit jeher integriert in die Veranstaltung Autofreies Gelbachtal. Und ganz gleich, ob Radler oder Läufer, sie alle kamen mit Wasser in Kontakt. Der Lauf allerdings findet nicht nur statt, wenn es regnet. Jetzt kommt die Sonne raus. Der Wasserlauf heißt Wasserlauf, weil die schnellsten Läuferinnen und Läufer ein ganzes Jahr Wasser geschenkt bekommen für zu Hause, wenn sie aus der Verbandsgemeinde kommen. Der Preis, einmal Wassermarsch für die schnellsten der Verbandsgemeinde, ist das Überbleibsel aus den Vorjahren. Da wurde der Wasserlauf von den Verbandsgemeindewerken Montabaur ausgerichtet. Allerdings konnten die allein den Aufwand nicht aufrechterhalten und glücklicherweise ist Münz Sportkonzept eingesprungen. So konnten die Volksläufer auch 2012 durchs wassergetränkte Gelbachtal laufen. Wir sind mit Events vertraut und der Bürgermeister hatte wirklich so nett gefragt. Die NASPA hat Unterstützung angeboten und wir haben es überlegt und haben gesagt, okay, es wäre eine Schande, wenn der Lauf nicht mehr stattfindet. Somit haben wir gesagt, wir probieren es, machen es und freuen uns auch hier, dass es gut funktioniert. 20% mehr Teilnehmer als zuvor sprechen schon mal eine deutliche Sprache und die nahmen auch 4 Euro mehr Startgebühr in Kauf. Die Schnellen hatten ja auch den Preis im Hinterkopf. Boris Stein vom DBL-Team war über die 5-Kilometer-Strecke als Erster im Ziel. Am Ende des Hauptlaufs hatte sich wieder einmal Andreas Knopp durchgesetzt. Er komplettierte seinen Titel-Hattrick. Und als Eitelborner bekommt Andreas Knopp jetzt im 3. Jahr in Folge Wasser zum Nulltarif. Genau, jetzt kann wieder geduscht werden. Wie war es heute? Ja gut, die Bedingungen waren heute etwas schwerer als letztes Jahr, aber es hat ja geregnet, der Boden war sehr weich. Aber sonst ist es immer eine schöne Strecke, also hier zu starten macht immer Spaß. Es geht weiter mit dem Wasserlauf und apropos, das Wasser wurde am Sonntag noch dringend zum Duschen und Waschen gebraucht.